Satire sollte mit lockerster Eleganz über den Tellerrand schauen. Solche Leid stehe ich mir immer als Suppeneinlagen vor. So Provinz-Suppeneinlagen. Was so ganz fette Speckmädel, die in einer ganz fetten Brühe schwimmen und von tausend kleinen Fett aumtragen werden. Und alles ist so fett, dass ich überhaupt nicht untergehen kann. Da schwappen sie dann umeinander da drin, weißt du? Liegst dann so, schwappen so ein bisschen dran. Und dann schauen sie auf einmal mit ganz lockerer Eleganz über den Tellerrand. Und dann sagen sie, ja, da schau hin. Da ist ja noch eine Suppe. Ja, da sind ja ganz andere Knädel drin. Mein Gott, sind die grässlich. Gott sei Dank bin ich in meiner Suppe. Weil in der nächsten Suppe, da schwimmen ganz magere Dinkelspinatknädel. In einer ganz mageren Tofu-Brühe. Und die Dinkelspinatknädel, die haben alle so viel Karma im Dorf. Das einen untergehen. Also, nein, die schwappen so ein bisschen vor sich hin, ein bisschen erleuchteter wie die anderen. Weißt du, nein, die schauen mit ganz lockerer Eleganz über den Tellerrand um mich und sagen, mein Gott, nein. Wie man nur so leben kann. So gar nicht mittig. So unter jedem Niveau. Weil in der nächsten Suppe, da liegen ganz schwere, verrunzelte, abgesuffene Lebermittel. In einer zehnfach gestangelten Backelsuppe. Begleitet von uralte, grintige Eierstichbatzel. Und der grintigste, der abgesuffenste, der letzte Lebermittel von alle, der taucht einmal ganz kurz aus seiner Brühe, reißt seine aufgeschwollene Semibatzel lang auf, schaut in die Olero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 l
Und saft wieder ab. Weil aus der Rolle, 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 Rolle der letzten Suppen aus, schauen auf alle anderen Suppen ganz kasige Hirnpowesen um mich. Und die schwimmen in einer unglaublich verdichteten Konsumé. Und werden in Feng Shui an Ordnung begleitet von unglaublich kasigen Buchstaben. Ein S, ein K, ein A, nochmal ein S, nochmal ein A. Und die schwappen kaum wahrnehmbar vor sich hin und sagen, noch nie war bei einer Suppenbeilage die formale Stringenz und die ästhetische Aura so scharf und appetitlich zugleich wie in dieser Liebe. Und alle schlappen, alle wittens, alle schauen mit lockerster Eleganz über den Tellerrand und halten sie für Weltsuppen.